geehrte Damen und Herren, wir Abgeordneten verabschieden stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger Gesetze, wählen und kontrollieren in ihrem Namen die Regierung. Wir Abgeordneten haben im Interesse des Landes zu entscheiden, und nur darum geht es. Und heute geht es um die Frage, liegt der von der Landesregierung vorgeschlagene Wahltausch tatsächlich im Interesse des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger? Und nach intensiver Befassung mit dem Gutachten und mit den Ergebnissen der Anhörung können wir beileibe nicht erkennen, welcher Vorteil sich für das Land aus diesem Tausch ergibt. Nach dem bisherigen Stand der Dinge kann meine Fraktion deshalb diesen Wahltausch nur ablehnen. Der Paragraph 6 des Landeswaldgesetzes sagt, dass der Staatswald dem Gemeinwohl in besonderem Maße zu dienen hat und in seinem Bestand und in seiner Flächenausdehnung erhalten, nach Möglichkeit vermehrt und verbessert werden soll. Das, meine Damen und Herren, muss unser Maßstab für die Beurteilung sein. Wird nun der geplante Tausch einer wertvollen Landeswaldfläche in einer attraktiven Lage gegen eine größere, wohl aber minderwertige Waldfläche mit geringerem Entwicklungspotenzial diesem gesetzlichen Anspruch gerecht? Deshalb haben wir die öffentliche Anhörung im Agrarausschuss eingefordert und die unterschiedlichen Meinungen der Sachverständigen gehört und ausgewertet. Von den 8 geladenen Sachverständigen haben nur 4 eindeutig für den Waldtausch votiert. Wie zu erwarten, waren das unter anderem der bestellte Gutachter, die Landesforstanstalt und der Rechtsanwalt der Familie Redmann. Alle anderen Sachverständigen äußerten sich kritisch zu dem Vorhaben, mochten die Vorteile für das Land nicht so recht erkennen. So führte der Sachverständige Weinauge aus, dass das Gutachten eben nicht die wirklichen Werte und Risiken widerspiegelt. Aus seiner Sicht ist das gewählte Bewertungsverfahren für diese Waldgebiete nicht geeignet, einen wertgleichen Tausch zu begründen. Und zwar deshalb nicht, weil sie sich in einem sehr unterschiedlichen Zustand befinden. Dieser Sachverständige hat sich wenige Tage vor der Anhörung beide Waldgebiete genau angeschaut. Er verweist unter anderem darauf, dass das Waldgebiet Eichhof extrem durchgehauen ist, zu viel Wildbestand vorhanden ist und der Wald sich nicht verjüngen kann. Auf 30 bis 40% der Fläche gibt es eine Vielzahl von unterbestockten, verlichteten, qualitativ äußerst schlechten, instabilen Kiefernbeständen. Meine Damen und Herren, der Landesrechnungshof sagt, dass eine Risikobewertung und Bewertung des Jagdwertes sowie der Wilddichte bislang fehlen. Und er erklärte unmissverständlich, dass nachgearbeitet werden muss und weitere Untersuchungen nötig sind. Vor allem aber seinen Hinweis auf § 7 der Landeshaushaltsordnung dürfen wir doch nicht außer Acht lassen. Danach hätte die Landesforstanstalt eine angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, zum Beispiel eine Kosten-Nutzen-Analyse oder eine Nutzwertanalyse, vornehmen müssen. Aber genau diese gibt es so nicht. Meine Damen und Herren, die Vertreter der IGBAU und des Bundes Deutscher Forstleute konnten im Fazit der Anhörung nicht erkennen, warum das Land den Wald tauschen sollte. Aus ihrer Sicht sind die für die Landesforst dargestellten Vorteile wie ein Beförsterungsvertrag mit marginalen 30.000 Euro oder die Vergrößerung der Landesforstfläche durch sich schlecht rentierenden Wald keine tragenden und schon gar keine nachhaltigen Argumente. Zusätzliche Wertschöpfungspotenziale sehen auch Sie nicht. Und woher der Minister die 500.000 zusätzliche Einnahmen hernimmt, ist mir völlig unklar. Ich frage die Koalition auch heute, denn bis heute konnte dies niemand wirklich stichhaltig begründen. Warum sollen diese Waldflächen getauscht werden? Wie dargelegt, hat die Anhörung zu neuen Erkenntnissen geführt, sie wirft aber auch neue Fragen auf. Und deshalb appellieren wir eindringlich, lassen Sie uns den Entscheidungsprozess heute nicht abschließen. Es besteht im Übrigen überhaupt kein Zeitdruck. Im Gegensatz zu den Kolleginnen und Kollegen der SPD ist für uns nach der Anhörung längst nicht alles klar. Und nicht nur ich hatte den Eindruck, dass die Pressemitteilung des Kollegen Krüger schon vor der Anhörung geschrieben war. Staatssekretär Dr. Kreher hat dagegen im Nachgang in einem Schreiben an den Agrarausschuss versucht, wohl im Erkennen der vielen offenen Fragen,
das Vorhaben der Landesregierung noch einmal zu verteidigen. Doch nun zum Kern unseres Antrages. Der Gutachter Weinauge hat in seinen Stellungnahmen deutlich gemacht, dass ein reeller Tausch auf der Basis der jetzigen Begutachtung nicht erfolgen kann. Auch der Bund der Deutschen Forstleute folgt dieser Argumentation, die er in einem Schreiben an den Agrarausschuss untermauert hat. Dazu komme ich. Der Gutachter weist nach, dass die gewählte Methode des bisherigen Gutachtens nach dem Bestandserwartungswert eher für die Wertermittlung eines Einzelbestandes, aber nicht dieser ungleich ausgestatteten Waldgebiete geeignet ist. Eine Betrachtung der Waldgebiete als Forstbetrieb ist aus seiner Sicht sachdienlicher, weil der sogenannte Waldrentierungswert ein genaueres Abbild der Werte liefert. Unter Waldrentierungswert versteht man die jährliche Rente in Höhe des Reinertrages. Auch dieses Verfahren ist ein anerkanntes und hier besser geeignet, auch unter dem Aspekt, dass beide Seiten nach dem Tausch rentierlich arbeiten wollen. Meine Damen und Herren, wir halten ein zweites Gutachten bei den in Rede stehenden Werten deshalb für zwingend erforderlich. Dann und erst dann ist ein Vergleich möglich. Lassen wir es nicht zu, dass bei einem Tausch im Wert von mehr als 5 Millionen Euro ein umstrittenes, 4 Jahre altes Gutachten die alleinige Entscheidungsgrundlage für den Landtag sein soll. Was, meine Damen und Herren von SPD und CDU, haben Sie davon, derart schwerwiegende, fundierte Kritiken einfach vom Tisch zu wischen? Was macht Sie so sicher, dass dieser Tausch nicht zum Schaden des Landes sein wird? An einem Betrachtungsbeispiel für 10 Jahre macht der Sachverständige Weinauge deutlich, dass der Wertzuwachs in Dabel deutlich höher ausfällt als im Forstobjekt Eichhof. Da ist zum einen die seit 4 bis 5 Jahren ausgebliebene Holznutzung in Dabel. Grob geschätzt ergibt das einen Zuwachs von 5 Festmeter Holz pro Jahr und Hektar. Wenn wir dies mit 400 Hektar multiplizieren, sind dies 2000 Festmeter pro Jahr. Und bezogen auf 5 Jahre sind dies sage und schreibe 10.000 Festmeter. Und setzt man jetzt einen Erlös von 30 Euro pro Festmeter an, verliert das Land möglicherweise 300.000 Euro. Demgegenüber lassen die übernutzten Bestände in Eichhof in den nächsten Jahren keine gleichartige Nutzung zu. In der Folge verliert die Landesforstanstalt 300.000 Euro und kann zugleich diese in Eichhof nicht erwirtschaften. Damit können wir auf 10 Jahre gesehen von einem beachtlichen Schaden für das Land ausgehen. Unter Einbeziehung von Waldumbau und Wiederaufforstungskosten schätzt der Sachverständige Weinauge den Verlust des Landes auf 10 Jahre bezogen sogar auf etwa 2,78 Millionen Euro. Und wer rechnen kann, wird schnell feststellen, dass dies ein Beförsterungsvertrag über 30.000 Euro wohl nicht aufwiegt, zumal damit auch nicht wirklich neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber trotz dieser erdrückenden Tatsachen mimt Agrarminister Till Backhaus weiter den Hans im Glück und freut sich über das ach so tolle Tauschgeschäft. SPD und CDU sekundieren artig, alles sei schließlich in bester Ordnung. Beide Seiten wären sich ja schließlich einig. So glücklich wie ich, rief Hans im Glück aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne, als ihm noch die beiden schweren Steine in den Brunnen fielen. Ganz am Anfang hatte er noch einen großen Klumpen Gold. Privat mögen Sie sich an so vielen schlechten Tauschgeschäften beglücken wollen. Aber hier handelt es sich nicht um Ihren Privatwald. Es geht um Landeswald, um öffentliches Eigentum, das hergegeben werden soll. Und deshalb ist entschiedener Widerstand geboten. Hans im Glück hatte offenbar niemanden, der ihm mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie schon. Und wenn Sie schon nicht auf die demokratische Opposition hören, dann doch wenigstens auf die kritischen und warnenden Stimmen der Sachverständigen und des Landesrechnungshofes. Meine Damen und Herren, Kollegin Schlupp hat im Agrarausschuss aufgeworfen, dass das Einholen neuer Gutachten nur Sinn hätte, wenn die Opposition dann dem Waldtausch zustimmen würde. Andernfalls wäre jeglicher Aufwand für das Gutachten umsonst. Frau Schlupp, Ihre Argumente sind doch etwas seltsam. Es geht nicht um ein Gutachten für die Opposition, es geht um die korrekte und reelle Bewertung des Waldtausches. Und auf eine solche sollten und dürfen auch Sie nicht verzichten. Meine Damen und Herren, wer den Investor Redmann kennt, der weiß, dass dieser Unternehmer möglicherweise nicht auf diese Art und Weise von einem armen Land profitieren will. Und vielleicht ist es ihm gar nicht
Recht, zukünftig ungewollt in dem Rufe zu stehen, er hätte das Land übervorteilt. Nur weil das Land seinen Vorteil nicht sehen kann oder will. Mit einem weiteren Gutachten wird dem Landtag die notwendige Entscheidungssicherheit gegeben und auch die notwendige Aktualität der Bewertung gesichert. Meine Damen und Herren, Förster gehen von der Erfahrung aus, dass diejenigen, die heute ernten, die Bäume nicht gepflanzt haben. Und jene, die heute Bäume pflanzen, sie nicht ernten werden. Ich will das für mich als Finanzpolitikerin auch in Anspruch nehmen. Auch unsere Entscheidungen im Landesinteresse müssen nicht nur im Jahr der Nachhaltigkeit von langem positiven Bestand sein. Alle, die hier heute abstimmen, müssen sich die Frage stellen, diene ich nur der Fraktionsdisziplin oder diene ich dem Gemeinwohl? Ich beantrage die namentliche Abstimmung zum Antrag der Landesregierung.